Rasiert oder Busch? Auf was ich stehe, wenn man komplett abgefuckt drauf ist und wirklich alles crazy ist, vielleicht auch manchmal einfach absolut Busch. Willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Alter, bin ich schon wieder klein irgendwie? Ich habe das Gefühl, ich bin nur noch klein. Darf nicht in diesen Display gucken, sonst raste ich aus. Heute, Leute, habe ich gedacht, mache ich eine neue Runde intimer Fragen. Das liegt daran, dass das letzte Video sehr gut ankam. Ich wurde aber auch kritisiert. Man muss mit Kritik umgehen können, das ist wichtig. Und ich kann mit Kritik umgehen. Habt ihr gesagt, ich spreche zu schnell? Halt die Fresse! Also, nur um das klarzustellen, ich spreche nicht zu schnell, sondern ihr denkt zu langsam. Und wenn ihr das gerade nicht gecheckt habt, dann bestätigt das nur meine These. Ich möchte gerade kurz erklären. Soll ich erklären? Achso, ha! Leute, hier ist ja mein wunderbares Regal, ne? Ich trage übrigens die Hose, falls ihr dachtet, ich trage keine Hose. Hier hinten ist alles, könnt ihr mich sehen? Hallo? Ich wollte es einfach gerade nur mal ganz kurz zeigen. Ihr wisst ja, dass mein Parfüm ist rausgekommen, M96, gibt es überall in allen DMs in Deutschland und Österreich. Wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, auch als Mädchen, ich kann es so sehr empfehlen, es riecht wirklich verdammt gut. Funktioniert es eigentlich, die zu kombinieren? Das ist jetzt Date. Wenn ich jetzt noch Party drauf mache, warte mal. Crazy. Also eigentlich ist es natürlich nicht erlaubt, also, aber, es ist also quasi ein Party-Date. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Party-Date während eines Triathlons stattfindet, dann braucht man natürlich noch Sport. Oh, okay. Lol. Das riecht irgendwie... Also, es geht. Also, wer Bock drauf hat, kann's machen. Ach so, intime Fragen. Ich würde sagen, wir labern nicht lang. Ach, da war ich hängen geblieben. Ich wurde dafür kritisiert, dass ich nicht alles beantwortet habe, obwohl ich vorher gesagt habe, ich beantworte alles. Deswegen heute für euch mein Versprechen an euch alle. Ich werde alle Fragen beantworten, die mir reingeschickt wurden. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Und deswegen würde ich sagen, let's go. Junge, die erste Frage. Bist du beschnitten? Ich suche die Fragen ja nicht selber raus, nur so zur Info. Ich gebe den Account immer kurz für einen Kumpel frei, der sucht die Fragen raus, dann ist da mehr Schmackes bei. Und die schickt er mir dann zu. Ist dann ein bisschen cooler alles. Achso, aber um die Frage schnell zu beantworten, nein. Aber um das auch kurz zu beantworten, es stand mal zur Debatte. Das wurde ich gefragt, ich wollte es erzählen. Alter, ich habe mit Freunden da so lustige Gespräche. Kennt ihr das? Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr mit euren Freunden rumsitzt, über eure Vorhäute spricht? Kennt ihr das? Jeder Junge kennt diesen Moment, oder? Nein? Okay. Ah, kleines Disclaimer an der Stelle. Wenn, pass auf, wenn einer der folgenden Leute gerade im Publikum sitzt und zuschauen will, stopp, hört auf, das Video zu gucken. Folgende Zielgruppen sind nicht meine Zielgruppen. Folgende Leute sollen dieses Video nicht gucken. A, jemand aus meiner Familie, bitte nicht angucken. Es ist für jüngere Leute gedacht. Hört bitte auf. B, irgendwer von meinen alten Lehrern. Guckt es einfach nicht. Oder drittens, irgendein Elternteil von meinen normalen Zuschauern. Ich krieg sonst wieder Briefe zu mir oder per E-Mail, wo Eltern sich beschweren, dass mein Content zu abgefuckt ist. Also nochmal zurück zur Frage, ob ich beschnitten bin. Willkommen zur nächsten Frage. Wann hattest du deine erste Freundin? Ich glaube, das habe ich im letzten Video sogar schon beantwortet in die Richtung. Meine erste Freundin hatte ich, da war ich 18 tatsächlich erst. Also ich bin ein absoluter Spätzünder gewesen, was das Thema Mädchen angeht. Deswegen generell, ich lebe absolut, ich bin... Oh, das Licht ist ausgegangen. Das war schade. Ciao, Licht. Das gerade zu dem Thema. Absolut spannende Frage. Hattest du schon mal Telefon... Ich glaube wirklich nicht. Also, aber das reizt mich auch 0%, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich sehe da überhaupt nicht so den Mehrwert. Also, wenn man jemanden hat, mit dem man sich gut versteht, warum trifft man sich nicht mehr so und hat wirklich, also hat echten Geschlechtsverkehr? Der Grund dafür ist ja wahrscheinlich, dass man zu weit auseinander ist, dann lohnt sich das vielleicht. Aber irgendwie, also dann am Telefon, also meins ist es nicht, aber wenn das irgendwem gefällt, ist es völlig in Ordnung. So, ich will das jetzt nicht pauschalisieren. Okay, die Frage, das ist jetzt eine ernstere Frage. Willst du wieder mit Denise zusammen sein? In Klammern 030907. Hat jemand eine Ahnung, wofür diese Zahl steht? 030907. Vielleicht ist es sein Geburtsdatum. Also, um die Frage ehrlich zu beantworten, nein, weil es auch gar nicht mehr zur Debatte steht, gar keine Option ist. Deswegen ist es auch jetzt nicht so, dass ich irgendwie dahinterher bin, irgendwas in diese Richtung versuche oder überhaupt großartig daran denke. Aber es ist trotzdem eine strange Frage, weil hätte man die Frage vor 3 Monaten gestellt, wo alles ja noch normal war, hätte ich ja immer gesagt, ja, also auf jeden Fall, so, versteht ihr, was ich meine? Gar nicht so leicht, diese Frage so einfach, also man kann die, eigentlich kann man die nicht mit einem einfachen Nein beantworten. Aber weil ich hier nicht emotional werden will oder irgendwelche Grenzen sprengen möchte, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Bist du schlau, ist nämlich eine viel bessere Frage. Die kann man auf ganz vielen Sprachen kann man diese Frage beantworten. Ich blende euch mal ein paar Möglichkeiten ein hier. No, no, nicht, no, heiß, le, ja. Nein, aber ehrlich jetzt, also ich würde, ich weiß nicht, ist es bei euch auch so, wenn ihr über euch selber denkt, also euch die Frage stellt, seid ihr schlau, dass ihr sagen würdet, ja? Also ich würde bei mir schon sagen, ich bin schlau, weil würde ich ernsthaft über mich denken, dass ich dumm wäre, hätte ich gar keine Lust mehr zu leben, wirklich gar keinen. Deswegen, ich vermute mal, dass es den meisten so geht, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr über euch selber denken würdet, ihr seid dumm, keine Ahnung. Okay, scheinbar wurden relativ viele Fragen zu diesem Thema rausgesucht. Vermisst du manchmal die Zeit mit Denise?
Ja, auf jeden Fall. Das kann man auch nicht mit Nein beantworten, weil sonst müsste es heißen, dass die letzten 3 Jahre absolut abgefuckt gewesen wären. Waren sie aber nicht. Deswegen auf jeden Fall, diese Zeiten vermisse ich auch. Aber bei mir ist langsam wieder alles in Ordnung. Man merkt es vielleicht auch an den Videos und so langsam kommt wieder so ein bisschen Stimmung rein. Und grundsätzlich so. Es gibt immer wieder abgefuckte Momente. Das ist normal. Aber im Kern so wird es besser wieder. Deswegen, also ja, ich vermisse die Zeiten manchmal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich darauf festnageln würde und sagen würde, Alter, es muss so sein, wie es vorher war wieder. Versteht ihr, was ich meine? Okay, nächste Frage. Hast du Abi gemacht und wenn ja, welchen Schnitt hattest du? Es wirkt absolut nicht so. Cool, dass ich jetzt YouTuber bin, hauptberuflich. Viele Grüße. Ich habe tatsächlich Abitur gemacht. Ich bin sogar relativ zufrieden mit meinem Schnitt. Also ich habe 1,3 Abitur gemacht. Ich habe also nicht die Schule für mein Influencer-Dasein abgebrochen. Ich mache tatsächlich auch eigentlich mehr als das. Diese YouTube-Persönlichkeit, wenn ich so aufgedreht bin wie in diesem Video, wenn ich Fragen beantworte, wie bist du beschnitten, dann ist es völlig in Ordnung, wenn gewisse Lehrer von mir, und das war schon der Fall, wirklich, wenn gewisse Lehrer von mir ernsthaft mich fragen, ob das der Weg ist, den ich gehen wollte. Ich kann zum Glück sagen, dass mir das absolut Spaß macht, was ich mache. Und wie gesagt, ist das ja auch nicht alles, was ich mache. Also auch wenn ich jetzt sage, dass der Abischnitt eigentlich nichts damit zu tun hat, welcher Mensch man später wird, habe ich das auf jeden Fall nicht umsonst gemacht. Und vielleicht studiere ich ja eines Tages irgendwann auch mal. Aber ja, das soweit zu mir und meinem Abitur. Liebst du Katja Krasavitz? Katja Krasavitz? Katja Krasavitz kann auch mal Krass-Krassen-Partner spielen. Krass-Krasavitz. Nein. Ich habe Katja bisher erst einmal persönlich getroffen. Ich habe aber noch nie ein Video mit ihr gedreht, noch nie irgendwas in die Richtung, aber ich würde es sehr gerne mal tun. Ich finde es sehr spannend, das einfach mal auszuprobieren. Also wenn Katja das sieht, was, und Katja guckt sich jedes Video von mir an, das weiß ich. Sie kommentiert ja auch immer und sie schreibt mir auch immer bei Insta, schreibt immer so, hey Jona, kannst du mal schreiben, dass wir zusammen drehen sollen, wollen, können, tun. Bist du noch Jungftau? Dieser Moment, wenn die Person, die die Frage geschrieben hat, absolut noch Jungfrau ist, weil sie selber noch nicht schreiben kann, weil sie erst 4 ist. Oder noch ein Säugling. Oder noch ein Embryo im Bauch der Mutter und schon Handy besitzt. Also, Jungfrau, Alter, ganz ehrlich, hast du eigentlich meinen Kanal mal verfolgt? Hast du mal die letzten 3 Jahre verfolgt auf meinem Kanal? Hast du dir ein Beziehungs-FAQ mal angesehen? Also, wer ein Video von mir gesehen hat, dann müsste die Antwort auf die Frage kennen. Also, ja, ich bin noch Jungfrau. Im Übrigen, weil das bei Krasfassmann wieder kurz Thema war, dieses Thema ist was, das habe ich auch so oft in meinen Videos gesagt, dass ich eigentlich das gar nicht mehr ansprechen will, aber wenn ihr noch nicht Geschlechtsverkehr hattet, ist es wirklich, egal wie alt ihr seid, egal wo ihr euch gerade befindet, egal welche sexuelle Ausrichtung ihr habt, ist es völlig egal, ist es nicht schlimm. Irgendwann im Leben kommt der Punkt, da hat man das, da begreift man auch, dass es gar nicht so krasses ist, dass es cool sein kann, aber es gibt Sachen wie Gesundheit, wie Freundschaft, wie Liebe, wie Familie, die sind wichtiger. Trotzdem denkt man, glaube ich, als normaler Mensch ungefähr 50 Mal am Tag an dieses Thema, aber es ist echt nicht schlimm, wenn man es noch nicht hatte. Also ehrlich, und vor allem, wenn ihr erst 11 seid. Alter, chillt mal, ihr ganzen Elfjährigen. Was ist los? Chillt doch mal. Die nächste Frage, lieb... What the fuck? Hier sind viele Fragen dazu. Ich bin mal gespannt, wie viel da noch kommt. Liebst du Denise noch? Die Frage ist schwer zu beantworten. Also grundsätzlich würde ich sagen, nein. Aber ich würde auch grundsätzlich nicht sagen, nein. Versteht ihr, was ich meine? Es ist überkomisch. Du kannst einfach faktisch nicht von heute auf morgen jemanden nicht mehr lieben, den du vorher geliebt hast. Es ist unmöglich. Ich habe das ja im Trennungsvideo von mir schon mal gesagt, aber eine Trennung ist so ein bisschen wie so ein Tod. Nein, anders gesagt, ein Tod ist auch eine Trennung. Aber es ist so, du kannst auch nicht einfach sagen, du vermisst jemanden plötzlich nicht mehr. So, es geht nicht. Klar gibt es auch Szenarien, in denen man zum Beispiel sich trennt, weil man sich nicht mehr liebt. Wird die Frage mit so einem J... E-I-N beantworten. 75% nein, 25% kein Plan. Das ist so, Gefühlssachen kann man eigentlich nicht binär beantworten mit Ja oder Nein. Also extrem schwer. Deswegen bringen wir das Niveau wieder bis nach oben mit der Frage, rasiert oder Busch? Ich hoffe wirklich, dass sich meine Eltern dann gehalten haben und dieses Video nicht angucken. Also, was ist das eigentlich generell für eine Frage? Also auf was ich stehe oder was selber bei mir der Fall ist? Also nehmen wir mal, auf was ich stehe. Grundsätzlich tatsächlich eher rasiert, würde ich sagen. Aber vielleicht gibt es diesen Mut manchmal, wenn man komplett abgefuckt drauf ist und wirklich alles crazy ist, vielleicht auch manchmal einfach absolut Busch. Wie findest du deinen Nippel? Alter, ja, gute Frage. Ich guck mir das gerade selber mal an. Ich glaube, es ist normal. Es ist absolut normal. Aber Nippel sind manchmal steif und manchmal nicht steif. Und immer, wenn ich mich wohlfühle, also wenn alles so locker ist und so, sind die so ein bisschen größer auf jeden Fall, so gechillter. Und wenn es aber kalt ist im Schwimmbad oder ich angespannt bin, Alter, dann werden die richtig, richtig solide steif. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit meinen Nippeln, um die Frage jetzt gerade kurz und knackig zu beantworten. Wichtig ist an der Stelle, und das erwarte ich wirklich auch jetzt gerade von euch, schreibt mir mal ein bisschen was, wenn ihr, von Männern nur, Männern, von euch Jungs, wie seid ihr zufrieden mit euren Nippeln? Oder würdet ihr da was ändern? Und wenn ja, was würdet ihr ändern? Mögt ihr es eher behaart drumherum bei euch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Könntest du dir einen T-Piercing bei dir vorstellen? Nö, tatsächlich gar nicht. Also das ist auch was, erstmal stellt es mir extrem schmerzhaft vor und dann ist auch wirklich was, also ich wüsste nicht mal, es gibt ja diese Ringe, glaube ich, die man, Alter, oh mein Gott, ich stelle mir vor, dass es jedes Mal wehtut, wenn man auf Klo ist. Jedes Mal weh
wehtut, wenn man Geschlechtsverkehr hat. Jedes Mal wehtut, wenn man das nur anguckt. Ich kann es mir nicht für mich vorstellen. Für alle, die es aber machen wollen, ist es ja völlig in Ordnung. Macht es ruhig. Aber ich bei mir kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ah, und das war's auch. Tatsächlich war das die letzte Frage. Ja, easy. Ich habe für euch alles beantwortet. Ich hoffe, ihr fandet das okay. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und vor allem denkt dran, gerne meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also gerne ein Abo da lassen. Das war's von mir. Okay. Wenn ihr mögt, stellt gerne neue intime Fragen in die Kommentare. Euch jetzt noch einen wunderbaren Tag und bis dann. Ciao, meine Freunde. What?